Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 mit Herzog Liudolf von Hessen aus dem Hause Marburg. Wir hatten zuletzt angefangen, seine Regierungsgeschäfte, die er übernommen hat, zu regeln. Wir haben ihn ein bisschen kennengelernt. Er steht hier sehr stolz da. Wahrscheinlich ist er das auch, aber vor allem ist er gefühllos und schüchtern und eher zurückgezogen. Eine wichtige Figur in dieser nächsten Regierungsphase wird wahrscheinlich auch die Frau sein, die wir auf keinen Fall unterschätzen oder vergessen dürfen. Derzeit ist aber das Problem vor allem, dass die Regierungsübernahme ihn wohl sehr gestresst hat. Dass er jetzt auf einmal nach vorne treten muss, das passt ihm gar nicht. Er hat deswegen schon eine Anspannungsstufe erhalten. Die gilt es jetzt auch abzubauen. Er ist übrigens auch noch nicht sehr prestigeträchtig, aber auch schon einigermaßen fromm. Das würde ich sagen, passt ganz gut. Was er natürlich nicht machen kann, um Anspannung abzubauen, ist natürlich ein Festmahl zu veranstalten. Ich werde es vielleicht hin und wieder mal machen. Ganz einfach, weil es dann heißt, es wird halt von ihm erwartet als Herzog. Beziehungsweise wird vielleicht auch die Frau, die ja sehr gesellig ist, einfach hin und wieder mal ein Festmahl anstoßen. Dann tun wir eben so, als sei das. Das geht natürlich dann offiziell von uns aus. Aber wie man hier schon sieht, wird Liudolf da keine Anspannung verlieren, weil er schüchtern ist. Aber ich könnte mir überlegen, das gleich zu machen, weil es jetzt heißt, okay, Gemahl, du musst das tun. Und er sieht es auch ein bisschen ein in der Hinsicht, dass er eben seine Vasallen jetzt irgendwie mal zum Regierungsantritt versammeln muss, sich zeigen muss. Und das passt ihm alles gar nicht. Wahrscheinlich wird es ihn noch mehr stressen. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ein geselliges Beisammensein, die Edelleute von nah und fern sind da, die Stimmung ist prächtig, aber ja, mir geht's halt nicht gut. Also, Liudolf fühlt das gar nicht, er sitzt wahrscheinlich nur am Ende der Tafel, hofft, dass ihn niemand stört, aber was passiert? Pferde stehlen. Das Essen war in vollem Gange und es war auch schon viel zu viel getrunken worden, als Bürgermeister Ehrenfried, ach, gehen wir diese Betrunkenen, entschied, dass es an der Zeit sei, ein wenig zu reiten. Ach nein, bitte nicht. Meine Ställe waren längst verschlossen, doch mit ein wenig Hilfe von Bürgermeister Ferdinand zog Ehrenfried schon bald an der Spitze einer Gruppe eifriger Reiter in die Halle ein. Aha, du bist also unser Trunkenbold und du bist so ein komischer Kollaborateur, der einfach bei der Scheiße mitmacht. Verstehe auch, dann habe ich also im Auge. Niemand hatte meine Tiere auch nur ansatzweise im Griff und es gab viel Gelächter, Gefluche und gebrochene Knochen, als Männer und Frauen von Pferden fielen, die in der Halle umherwanderten. Ich glaube, das finde ich auch ganz witzig, bin da gefühllos, also mir ist scheißegal, was mit denen passiert. Die anderen Kreaturen im Stall kamen nicht viel leichter davon und eine Ziege brach unter dem Gewicht von Graf Vido schier zusammen. Und das finde ich witzig. Naja, Stalljungen, rette diese Leute vor sich selbst. Ich verliere Prestige, aber es gibt hier lebendiges Festmahl. Anspannungszuwachs reduziert und lustigerweise Schaden der Reiterei erhöht. Sehr witzig. Ah gut. Die anderen hatten was zu leisten. Ich glaube, ich fand es auch ganz witzig. Das betrifft mich ja nicht. Ich kann ja von oben auf die anderen runterschauen. Und das Fest mal endet. Gott sei Dank. Es geht in bester Stimmung. Das Fest hat uns einander näher gebracht und wir können noch Jahre über die Eskapaden der tollkühnen Bande von Ehrenfried reden. 150 Prestige und 20 Meinung bekommen alle meine Vasallen für 10 Jahre. Das ist im Prinzip das, was ich wollte. Und mein Ruhm ist damit weithin bekannt. Und was ich natürlich sofort mache, ist, ich werde meinem König huldigen. Die Frage ist, wie viel muss ich ihm abdrücken, wenn ich ihm auch noch Geld gebe? Ich bringe ihm natürlich ein Geschenk. Guten Tag. Es gibt den Kniefall. Und was passiert? Mein Fürst sitzt auf seinem Thron, ich kniee zu seinen Füßen, um meine vielen Eide der Huldigung aufzusagen, während seine Schreiber das Ereignis festhalten. Dann kommt meine Begleitung, die vor dem versammelten Hof jene reichen Geschenke präsentieren, welche der Kaiser von mir erhält. Mir gefällt das natürlich wiederum gar nicht, hier am Hofe zu sein, aber das muss geschehen, auch hier ganz klar. Es ist nun mal mehr als ein diplomatischer Winkelzug. Wir müssen noch gucken, er mochte mich vorher schon, jetzt noch mehr. Das ist natürlich wichtig, der Preis der Lehnstreue. Dafür Bekanntheit und na, er bekommt Prestige und ganz viel Geld. Und ich verliere ganz viel Geld. Aber naja, der Preis der Lehnstreue. Tatsächlich. So ist das eben. Der Rat. Oh, der hat mit Herzog Bretislav von Mähren besetzt. Das verstehe ich natürlich gar nicht. Ban Vitomir Valericic von Verona wurde exkommuniziert. Und das ist jetzt eigentlich ein
Es wäre tatsächlich der perfekte Moment, um den Krieg zu erklären. Exkommunikationskrieg. Deutlich besser. Ich verstehe allerdings nicht, kann ich das nicht für meine Frau machen? Ich dachte, das ging. Da, das wollte ich noch schnell machen. Nee, warte. Bündnis aushandeln. Ja, das machen wir jetzt, weil ich schüchtern bin. Das gehört aber zur Diplomatie dazu. Und jetzt, liebe Leute, verbündet mit Sardinia, Korsika und mit England. Also jetzt habe ich, also ich könnte mit aller Einfachheit hier gegen vorgehen. Er wird abgesetzt und dann erben. Er muss mal ganz kurz gucken. Normalerweise konnte man doch auch für andere Leute Ansprüche durchsetzen. Ich bin jetzt davon fest davon ausgegangen, dass ich das für sie kann. Und siehe da, ich kann das gar nicht. Jetzt überlege ich aber gerade, ob ich diesen Krieg machen soll. Schüchtern, gefühllos, maßvoll. Graue Eminenz. Ich glaube ja. Also auf dem diplomatischen Parkett, wir haben hier unsere Verbündeten. Also wir sind erstmal safe, das ist ziemlich cool. Wir haben unsere Verbündeten. Und haben auch richtig Lust, da jetzt zuzuschlagen, um uns sozusagen ein bisschen bei der Christenheit lieb Kind zu machen. Könnte eigentlich ganz gut passen. Was ist denn so noch ein bisschen? Es wird halt abgesetzt. Ich verliere Frömmigkeit und Meinung, Glauben ist Oberhaupt. Ja, kann man schon machen. Oder? Ich mag den nicht. Er ist maßvoll und ehrgeizig. Ist ja witzig. Das wäre sehr interessant zu spielen. Ja, aber ist auch ein schlimmer, schlimmer Finger. Ganz schlimmer Mensch. Apropos, na, das überlege ich mir nochmal ein paar Minütchen. Aber wo ich das gerade sehe, wir haben ja hier noch den Gefangenen, den ich ja irgendwie nicht. Kann ich den foltern? Da habe ich nichts von, ne? Nee. In den Kerker halt mit dir. Dich wird eh keiner rausholen, glaube ich. Ja, wir gehen jetzt erstmal auf die Jagd. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall machen. Da verliere ich auch Anspannung und ich glaube, das lässt sich ganz gut damit begründen, dass man da auch ein bisschen alleine ist. Man hat so ein bisschen die Möglichkeit, dass Leute einen ganz gut finden und gleichzeitig, ja, man reitet halt voraus und ein bisschen zurück. Ja, wobei es immer viel los, ne? Es ist schwierig. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legenden halten, vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Hirsche werden groß, aber so gewaltig. Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauerte die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick, auch tot am Boden vor mir. Geld, Trophäe für die Gemahlin oder an den Papst für die Gemahlin. Die Gemahlin ist eine wichtige Person bei uns. Wir kommen zurück, wir kehren zurück. Die Le Jagd verlief gut, sehr prestigereich für uns das Ganze. Ja, muss ich überlegen. Auch direkt eine Hingabestufe erhalten, das ist jetzt, glaube ich, für mich doch ein guter Auslöser, um das zu machen. Und damit habe ich jetzt allen bewiesen, wie fromm ich bin. Und diesmal gehen wir mit der gesamten Armee. Wir starten natürlich hier unten. Den würde ich gerne. Wir nehmen alles. Alles hier an Ort und Stelle, bitte. Zueinander gehen. Ach so, ja, ich kann noch Leute. Ich muss noch Leute einladen. Wo geht denn das? Hier. Ach so, ja, das kostet mich einen Haufen Prestige. Ha, dann habe ich nicht gedacht. Ja, egal. Wir kriegen ja auch wieder Prestige. Hoffentlich. Unser Ratsmarschall und Graf geht mit an die Front. Ich möchte kurz schauen. Der Schwager. Ratsverwalter darf nicht. Das ist richtig so. Ratskanzler sollte eigentlich auch nicht dürfen. Aber 28, gut, der will noch. Die sind jetzt alle noch ein bisschen jünger. Der ist schon älter. Na, das ist okay, dass der nicht mitmacht. Nein, da habe ich gesagt, bei diesem Alter lasse ich das nicht mehr zu und die restlichen dürfen. Der sieht nur alt aus. Der wird eh nicht drankommen. Wir verbieten was trotzdem. Genau. Sehr schön. Kriegerorden kann ich nicht. Kann ich?
anwerben. Ach so, nee, das gilt nicht für Exkommunizierte. Ja, aber wir gehen jetzt trotzdem da runter und belagern da unten einfach mal. Wie sieht denn, ja, also das hat funktioniert. Wie sieht denn jetzt die Verteilung aus? 22 zu 11. Ohne den König von England. Gelduin ist im Kerker verstorben. Das ist ja so ein bisschen das, was ich eigentlich auch wollte. Barbara von Marburg, Kuppler ist nämlich verdient, ist verstorben. Das wurde mir gar nicht angezeigt. Seneschall nehmen wir Hermann. Haben wir eigentlich einen Leibwächter? Ja, Ludwig. Das ist okay. Gefährliche Fraktion. Woher kommt die denn? Habe ich gar nicht mitbekommen. Das wäre natürlich jetzt. Hätte man vorher dran denken sollen. Können wir hier irgendwas machen, um das Ganze maximal zu. Oh Gott. Ja, mit viel Geld könnten wir da was regeln. Dann muss ich mal schnell schauen. Mord einkerkern. Mündel, Vormundschaft, Freundschaft. Das dauert aber Jahre. Heirat. Habe ich noch Leute? Ne, die ist verlobt, richtig? Die hat schon einen Ehepartner. Sie ist unverheiratet. Könnte natürlich gar nicht mal so schlecht sein, jetzt einen von denen hier. Aber der hat keine Frau. Das würde ganz gut passen. Der ist verheiratet. Die sind alle verheiratet. Mein Guter, würdest du meine Schwester heiraten wollen? Vermutlich nicht. Ich befürchte, das macht er nicht mit. Graf Hugo von Erbach. Doch. Ja. Ist das jetzt meine. Ist nicht meine Erbin. Okay. Ja. Die ist übrigens mit Klingenberg verheiratet. Ja, dann muss ich jetzt tatsächlich meine Schwester an einen Grafen vermählen, um vielleicht hier was zu reißen. Huldigung, mein Vasallgraf Adalhard ist mit einem großen Tross gut gekleideter Diplomaten, Ritter und exotischem Gauklern vor meinen Toren aufgetaucht. Der Zug ähnelt einer Parade, die von Adalhard selbst angeführt wird. Lauthals verkündet Adalhard, dass er hier ist, um mir zu huldigen und dass er als Geschenk Gold dabei hat. So viel Großzügigkeit findet man bei seinen Untertanen nur selten. Die Treue von Adalhard muss man wahrlich zu schätzen wissen. Ach, noch mein Schwager. Na gut. Bitte tretet ein, legt das Gold doch gleich linke Hand ab. Er gewinnt Meinung von mir. Ich erhalte Prestige und er bezahlt 50 Gold. Ich könnte noch mehr rauspressen oder behalte das Gold und Freundschaft. Aber nee, ich bin schüchtern. Ich nehme jetzt einfach das da hier. Mach das schnell. Vielleicht lasse ich meine Frau auch das Ganze abnehmen. Wäre doch ganz nett. Und damit hat sich die Fraktion sogar direkt aufgelöst. Also das gefällt mir jetzt gerade ganz gut. Hier gibt es noch eine Gegenmann hier. Das gefällt mir gerade ganz gut. Das ist ein wunderbares Beispiel, um meine diplomatische Finesse aufzuzeigen. Das war mir jetzt wichtig, das klarzustellen. So, und die gehen wir jetzt da mal direkt rein. Die haben wir was in Speyer gebaut. Schon wieder eine Fraktion. Und Ratseinladung. Er möchte mich für meine treuen Dienste belohnen und als Ratsverwalter, perfekt, plus 9. Von plus 2 auf plus 9 auf plus 3. Das ist richtig gut, spielerisch. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich das von Frankfurt aus machen darf, gerne. Sonst wäre mir das ein bisschen unangenehm gerade. Jetzt wird es interessant. Wir kommen hier mit deutlich mehr Leuten rein und es wird gesagt, dass wir das verlieren. So, jetzt, jetzt. Natürlich, aber jetzt sind die da raus. Oh, meine Mutter ist verstorben und gibt natürlich wieder ein bisschen Anspannung. Prinz Pavel hat einen Krieg gewonnen. Und zwar gegen seinen Bruder. Krieg gegen die Tyrannei. Aha. Was bist denn du? Du bist Graf in Maastricht und du bist... Ach so. Ein bisschen zersplittert das Ganze. Vermutlich... Ach so, der hat sich... Przemysław als Graf fand, dass sein Bruder etwas tyrannisch unterwegs ist. Na gut. Eine zweite Fraktion, diesmal nur Bauernpöbel in Anführungszeichen. Und Jacopo wurde verwundet. Ich glaube, das ist nicht unser Ritter. Aber Bernhard konnte Dimitar verwunden. Und damit haben wir auch schon gewonnen.
Das ging jetzt richtig fix. Nee, Trento ist nicht gut. Ja, dann belagern wir Verona natürlich. Seid gegrüßt. Ich biete eurem Ratskanzler Graf Hugo bereits einige Wochen Obdach und er hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reiches aufzuzeigen, über das ihr regiert. Gräfin Frieda nennt es eine Ehre, meine Vasallin zu sein. Schlagartig höhere Meinung von mir. Wenn wir nochmal gucken. Wie ist denn das jetzt hier? Haben wir eine unzufriedene Gruppe? Sie ist auch dabei, aber die Leute mögen mich langsam mehr. Das wird jetzt noch eine Weile so ein bisschen kritisch bleiben. Hier wurde eine neue Kultur erschaffen. Aber das ist jetzt erstmal alles nicht so wild. Können wir mal schnell reinschauen. Ja, mal alles ganz gut. Die Frage, nehmen wir da unten? Nee, das machen wir jetzt nicht. Eine weitere Fraktion gegen den Kaiser. Die belagern deutlich schneller als wir allerdings. Habe ich, glaube ich, trotzdem ein bisschen den Vorteil. Priester des Volkes. Kein Tag vergeht, ohne dass Bischof Emanuel sich während seiner Predigten über mich lustig macht. Dieses besessene Monstrum ist sich sicher, dass ich mit den Mächten der Finsternis im Bunde bin und wird nicht ruhen, ehe er die Bauernschaft gegen mich aufgewiegelt hat. Ich hoffe auf sein Ableben. Emanuel wird getötet. Das kann ich auch ein bisschen beschleunigen. Das kann ich aber auch nicht machen. Acht Meinung ist nicht viel. Ich verliere Anspannung. Das ist eigentlich ganz gut. Nö, geben tue ich dem nichts. Fühllos, schichter, schüchtern. Ne, wir machen das. Wir warten ab. Ich mache natürlich massiv weniger Geld. Ach so, wegen der Belagerung? Weil ich gerade Truppen. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verliere ich gerade enorm Geld. Was schön ist, ich bin jetzt mal wieder ein bisschen. Ich muss jetzt nicht verschwenderisch sein. Ich kann jetzt mein Geld ein bisschen zusammenhalten. Hier kommen noch mehr. Die Frage ist, wo sind die Truppen meiner Verbündeten? Warum sind nur so wenig ausgehoben? Warum ist hier nicht eine enorme Masse an Soldaten unterwegs? Habe ich irgendwas verpasst? Achso, wir sind bei 16.000. Hier sind ja welche. Wir haben Gefangene bei der Belagerung gemacht, nämlich die Tochter von Ban Vitumir. Und selbst haben wir auch nochmal 72 Gold bekommen. Und Ladislav, den Sohn und Erben, haben wir bekommen. Sind wir mal so, die Tochter können wir auf jeden Fall schon mal abgeben. Ich glaube, wir belagern einfach weiter. Nee! Ihr seid ja dumm! Ja, wir können auch, wollte gerade sagen, sollen wir nach da unten gehen? Wir können die auch angreifen. Alles, aber wir verlieren das. Ich will wissen, was hier passiert. Wir sind mehr, deutlich mehr. Gottschalk wurde verwundet. Ich glaube, das ist unserer, dem Namen nach. Unser Rittergraf Schipperow konnte Bürgermeister Lamberto verwunden. Ich möchte das mal so ein bisschen miterleben. Unser Rittergraf Theodoro konnte Stanislav erschlagen. Sehr gut. Und Filippo konnte. Ich glaube, jetzt sind wir gerade klar im Vorteil. Ja, Herzog Orlando, haben wir jetzt alle hier gerade. Also das haben wir auf jeden Fall gewonnen. Sieghard, wieder jemand. Oh, wow, das ist natürlich. Das war eine Machtdemonstration, würde ich sagen. Das schauen wir uns mal kurz an. Jemand erschlagen, hier jemanden gefangen genommen, nochmal jemand erschlagen, nochmal jemand erschlagen, verwundet und hier ja so ein paar von unser Gottschalk halt. Aber na gut. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich sage, ich kann nochmal versuchen, ob mir der hier ein bisschen Gold bringt. Gold ist, glaube ich, ganz praktisch. Und jetzt die Frage, kriege ich, habe ich trotzdem noch das viele, den vielen, nee, der Kriegsstand, ah, okay, das hat Kriegsstand gebracht. Aber wir können zumindest das hier gleich mal zurückerobern. Belagerung gewonnen. Jetzt können wir die hier abfangen. Was heißt abfangen? Wir gehen da jetzt auch mal hin. Zusammen mit den Verbündeten. Das sollten wir schaffen. Genau. Unser wurde Stimmel. Ja, Gottschalk ist, glaube ich, nicht mehr lange unser Ritter. Das sehe ich noch nicht. Können wir mal schnell die Details anschauen. Es wurden ein paar Ver ja. Oh, Graf Schibor ist verwundet. Diesmal haben die ein bisschen besser weg. Oh, schon wieder eine gefährliche Fraktion. In 5 Monaten. Wie kriegen wir die Leute diesmal davon überzeugt, hier wegzugehen? Ich nehme an, jetzt könnten wir, jetzt muss ich langsam mal doch beeinflussen und
Ja, die bezahlen halt das Geld, deswegen führen wir diesen ertragreichen Krieg. Mal gucken, ob das reicht. Hier ist Krieg von König John. Unabhängigkeitskrieg gegen Herzog Richard von Wessex. Das nehmen wir natürlich an. Werden dann natürlich später noch vorbeischauen. Und können mal hier die Baronie. Aber wir haben ein bisschen Prestige gemacht. Ja, dann würde ich sagen, der will einfach nicht fallen, ne? Der ist einfach noch dabei. Wie ich immer gemeint, die schlechten Menschen leben immer lang. Das ist ganz typisch. Den können wir nicht zu Geld machen. Das habe ich natürlich nicht gesehen, was jetzt, aber wir haben die Hausmacht erschlagen und wir jemanden getötet. Das ist auf jeden Fall so gut wie durch. Die machen jetzt hier den Rest, da gehe ich jetzt mal nicht mit rein. 85%, hervorragend. 4 Monate noch verbleibend. Ich mache wieder richtig gut Kohle. Die Fraktion hat sich aufgelöst, also sind wir da überall ziemlich sicher. Jetzt muss ich schauen, wie schnell machen die das. 15 Monate. Ne, da sind wir zuerst dran. Das ist schon wieder die gefährliche Fraktion. Es ist eine schwierige Sache mit der Fraktion. Ich würde gerne gucken, dass die Fraktion sich vielleicht auflöst, wenn ich hier erfolgreich den Exkommunikationskrieg einsetze. Papst Silvester mag mich mehr. Ich erhalte auf jeden Fall Frömmigkeit. So ist es. Verona gehört jetzt dem Sohn. Und die Frage ist, ich kann ihm wahrscheinlich nicht den Krieg erklären. Jetzt müssen wir leider hier diesen langen, beschwerlichen Weg nach Norden antreten. Ja, auflösen geht nicht. Ja, das ist jetzt ganz seltsam. Da müssen wir uns das nächste Mal drum kümmern, wie wir diese Fraktion beiseite schaffen. Aber ansonsten, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Na, wir haben ja auch unsere Verbündeten, falls wir angegriffen werden. Das sollte alles keine Schwierigkeit darstellen. Wieder eine längere Folge, aber es passiert auch gerade wieder ein bisschen mehr, wenn ich mir auch gerade Frankreich angucke. Interessant. Wie es weitergeht, sehen wir dann alle beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.